Вы слушаете подкаст «Эпиш Дойч», предназначенный для носителей русского языка, изучающих немецкий. Каждый выпуск этого подкаста мы изучаем статьи немецкой конституции и разбираем самые важные понятия из них. Сегодня мы рассмотрим четвертую статью. Подписывайтесь на аудиоверсию нашего подкаста по ссылке в описании. Artikel 4, Absatz 1. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Absatz 2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Artikel 4 garantiert somit, jeder hat die Freiheit, einen Glauben oder eine Weltanschauung zu bilden, zu leben, zu äußern und entsprechend zu handeln. Jeder Mensch hat das Recht, das zu denken, was er will, und an die Religion zu glauben, von der er überzeugt ist. Jeder Mensch darf seine Religion selbst wählen. Dieses Grundrecht heißt Religionsfreiheit und setzt sich aus mehreren Freiheiten zusammen. Erstens, jeder Mensch darf einen Glauben haben. Das nennt man Glaubensfreiheit. Zweitens, jeder Mensch darf sich zu einem Glauben bekennen. Das bedeutet, jeder darf öffentlich sagen, dass er einem Glauben angehört. Das nennt man Bekenntnisfreiheit. Drittens, jeder Mensch darf seinen Glauben ausüben. Das nennt man Kultusfreiheit. Viertens, jeder Mensch darf seinen Glauben zusammen mit anderen Menschen ausüben. Das nennt man religiöse Vereinigungsfreiheit. Religionsfreiheit ist aber auch das Recht, frei von Religion zu sein. Das bedeutet, jeder Mensch hat das Recht, gar keinen Glauben zu haben. Jeder Mensch hat das Recht, einen Glauben, mit dem sie oder er aufgewachsen ist, abzulegen. Niemand darf zu einem Glauben gezwungen werden, weder von anderen Menschen noch vom deutschen Staat. Artikel 4 des Grundgesetzes verpflichtet den Staat, die Glaubens- und Gewissensfreiheit zu garantieren. Der Staat darf die Menschen nicht daran hindern, an das zu glauben, was sie für richtig halten. Wenn sie Artikel 1 befolgen, werden ihre religiösen Gewohnheiten vom Staat respektiert. Gebäude und Veranstaltungen der Religionsgemeinschaften werden geachtet und geschützt, damit die Menschen ihre Religion ungestört ausüben können. Der Staat darf keine Religionen verbieten oder unter Strafe stellen. Der Staat darf sich auch nicht auf die Seite einer bestimmten Religion stellen. Absatz 3. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Somit sagt der Absatz 3, niemand darf gegen sein Gewissen zum Wehrdienst gezwungen werden. Niemand darf gegen sein Gewissen gezwungen werden, im Krieg zu kämpfen. Das nennt man das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Свобода вероисповедания, совести и свобода провозглашения религиозных и мировоззренческих взглядов ненарушимы. Беспрепятственное отправление религиозных обрядов гарантируется. Никто не может быть принуждаем против своей совести к военной службе с оружием. Подробности регулируются федеральным законом.